Nur Mut. Ein junger Abenteurer begab sich auf eine Reise. Auf die Suche nach der Herzfrucht. Der Legende nach wird durch einen Biss in diese Frucht das Herz mit unbändigem Mut erfüllt. Er wollte diese Frucht. Und er wusste, dass sie köstlich war. Also brach er auf. Der Name des Abenteurers? Kirby. Der Wind blies so stark, dass Kirby nur schwer vorankam. Er konnte kaum die Augen öffnen und fürchtete jeden Moment, davongeweht zu werden. Je weiter er kam, desto stärker wurde der Wind. Aber umkehren kam nicht in Frage. Also lief er weiter, einen kleinen Schritt nach dem anderen. Denn jeder dieser Schritte brachte ihn näher zur Herzfrucht. Ob er sich nun verlaufen hatte, oder voller Matsch war, oder die Müdigkeit ihn überkam, seine Sehnsucht nach der Herzfrucht trieb ihn weiter vorwärts. Wie bitter kalt es war. Würde er hier länger verharren, würde er zu Eis erstarren. Vielleicht würde ja die Herzfrucht etwas Wärme spenden. Nachdem Kirby die eisigen Lande hinter sich gelassen hatte, war es nun unerträglich heiß. Selbst sein Atem brannte wie Feuer. Aber wenn er sich auch davon nicht beirren lassen würde, dann könnte er die Herzfrucht finden. Womöglich sollte sie ihm auch verborgen bleiben. Doch er gab nicht auf. Vielleicht war die Herzfrucht ja auch kühl und erfrischend. Klettern, ausruhen. Klettern, ausruhen. Langsam, aber stetig kämpfte sich Kirby den Berg hinauf. Und dann fand er sie. Die glänzende Frucht ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Angeblich soll diese Frucht ja das Herz mit Mut erfüllen. Würde sie süß oder vielleicht eher sauer schmecken? Jedenfalls sollte eine Gaumenfreude wie diese an einem besonderen Ort genossen werden. Kirby machte es sich unter einem Baum gemütlich. Er war bereit, nun endlich in die köstliche Frucht zu beißen. Doch dann... Aus dem Augenwinkel beobachtete er einen müden Reisenden. Kirby sah, dass der Reisende keines weiteren Schrittes fähig war. Daraufhin nahm Kirby die Frucht vom Mund und ging leise auf den Reisenden zu. Nur Mut.